Hallo zu einer Ausgabe von 5. Ich möchte euch die 5 besten Flohmarktfunde oder Pickups, Flohmarkt-Pickups des Jahres 2022 vorstellen. Ja, ich war mit meinem Bruder zusammen auf ganz, ganz vielen Flohmärkten und ich habe mal nachgezählt. Ich habe genau 21 Videos hier auf diesem Kanal hochgeladen mit, ja, Pickups, die ich mitgenommen habe. Ich habe ja Pickup-Videos gezeigt, hauptsächlich, also keine Flohmarkt-Live-Aufnahmen. Und von den 20 Videos ist eins lediglich ein Short-Video. Das war ein Experiment, wo ich ein paar, ja, nur 5-6 Teile gefunden hatte. Also das war mal wirklich mal so eine kleine Sache von, ich glaube, einer Minute oder so oder zwei, wo ich hauptsächlich DVDs gefunden hatte. Aber unabhängig davon, der Flohmarkt, das, wenn ich so zurückdenke, es hat echt viel Spaß gemacht, über die Flohmärkte zu gehen. Und wir haben doch eine ganze Menge gefunden. Es gab eine ganze Menge Schnäppchen und es gibt viele schöne Sachen. Also wir haben wieder Toys gefunden. Wir haben ja auch unsere DVD- und Blu-ray-Sammlung oder besonders die Blu-ray-Sammlung abgegradet. Und da gab es ja auch mal einen Fund, wo wir echt schnabbermäßig Serien von Walking Dead gefunden haben und viele Blu-rays aufgefrischt haben. Also das war wirklich, ja, eindrucksvoll, was wir da haben. Wir haben auch viele Computerspiele gefunden, von neueren, von älteren. Und ja, alles Mögliche eigentlich. Wir haben Kisten durchwühlt, haben Toys gefunden und ja. Dann habe ich mir mal gedacht, was waren denn so die Highlight-Funde, die ich auf diesen ganzen Flohmärkten dieses Jahr gemacht habe, also dieses Jahr 2022. Und ich habe mir mal eben 5 Stück rausgepickt, 5, die mir doch ja, für mich besonders waren. Es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt das Wertvollste und so weiter, sondern das, was wirklich, ja, hängen geblieben ist und wo ich gesagt habe, wow, das hat mich echt beeindruckt. Ja, und hier ist jetzt Nummer 5. Nummer 5 ist Sindbad, das Abenteuerspiel. Es ist aus den, ja, 70er Jahren, kann man sagen, Ende der, Anfang der 80er, erschienen. Richtig schönes Spiel. Dieses Abenteuerspiel, ich habe es noch nicht gespielt mit meinem Bruder, aber das ist so wirklich die Zeit gewesen, wo ich in der Kindheit diese Serie auch gesehen habe. Ich habe noch dazu ein Kartenspiel von Sindbad gefunden. Das, ja, waren wirklich Schnapper. Ich habe, glaube ich, für insgesamt die Sachen jeweils 2 Euro bezahlt. Das war jetzt, ich bin mir gar nicht mehr sicher, im gleichen Stand, aber wenn, aber es waren echt gerade mal 2, ich glaube, so, vielleicht sogar waren es 2 Euro zusammen. Ich habe es in diesen Sekunden jetzt gerade, wo ich das erzähle, vergessen, aber trotzdem ist das echt was Besonderes. Dieses Spiel ist halt, ja, man kann sagen, ein Stück Kindheit auch, obwohl ich es nicht hatte, aber es verbindet mich schon damit, weil ich diese Serie geliebt habe. Lief, glaube ich, auf ZDF und war sehr, sehr spannend. Die Hauptfigur Sindbad übrigens wurde von Jan Odel gesprochen und der war oder ist heute auch immer noch der Hauptsynchronsprecher von Will Smith. Also der ist schon wirklich lange dabei. Es ist halt ein Comic-Klassiker und es ist auch ein Anime gewesen, was man aber, muss ich sagen, Anfang der 80er, ähnlich wie auch bei Captain Future, Nils Holgersson, Heidi, jetzt nicht wirklich gemerkt hat. Man muss aber auch dazu sagen, es waren deutsch-japanische Koproduktionen, deswegen hat man es vielleicht nicht ganz als Anime eingestuft. Auf jeden Fall, Sindbad ist eine sehr, sehr schöne Abenteuergeschichte. Zwischen, glaube ich, gibt es die auch komplett auf DVD. Lohnt sich wirklich, das mal anzugucken. Ich habe sie auch nachgeholt nochmal in der richtigen Reihenfolge, denn man muss dazu sagen, dass sie damals im Fernsehen doch ziemlich durcheinander gesendet wurden und somit hat man doch einige Sachen manchmal ohne Zusammenhang gesehen, weil es ist ja im Endeffekt eine Reise, die Sindbad auch macht. Ja, aber wie gesagt, Sindbad, der Seefahrer oder dieses von diesem Anime-Cartoon, dieses Brettspiel zu finden aus den 70er Jahren, hat mich echt begeistert. Dazu eben halt so ein schönes klassisches Quartett mit den Figuren. Das ist ja auch hier, steht ja auch Nummer von 78. Also das war eins meiner oder ein Highlight auf diesem Flohmarkt. Nummer 4 oder ja, Nummer 4 geht an den Fund der Yps-Heft. Ich habe, ich glaube auch für die 2 Euro oder 3 Euro, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe die Zahlen alle vergessen, alles notiert und trotzdem vergessen, aber egal. Also für wirklich ganz wenig habe ich 2 Yps-Hefte aus den 90er Jahren, sage ich mal ganz so, zwischen den 80ern und 90ern gefunden, noch verpackt. Hier haben wir einmal das
Tauch-U-Boot mit zwei Froschmännern. Auch richtig cool. Und der Morsespiegel für Notsignale, also diese Abenteuerreihe. Ich finde die richtig klasse. Es ist ja auch ein Stück Kindheit von mir, diese Hefte. Ich habe sie ähnlich wie Mickey Mouse gelesen und das waren wirklich mit die einzigen, wo es Gimmicks gab. Denn die alte Mickey Mouse aus den 80er Jahren hatte nicht wirklich was dabei. Es war, die Mickey Mouse damals hatte andere Sachen dabei. Sie hatte teilweise Bastelbögen, Poster oder eben solche kleine Spiele, die man sozusagen erbasteln konnte mit einem Pappbastelbogen oder mit ein ganz normales Würfelspiel, wo man mit Figuren ziehen konnte als Poster oder wenn höchstens mal ein Poster dabei. Später kamen dann Aufkleber und so weiter dazu, aber das war immer unregelmäßig, seltener. Dafür war das Ypsilon immer jede Woche mit einem neuen Gimmick aufgewartet. Dadurch hat man echt begeisternd geguckt, was ist diesmal drin. Es gab natürlich auch Yps-Hefte, die nichts Besonderes haben. Aber für mich war es immer entweder schöne Spielereien. Das gab es da einiges, zum Beispiel die Zaubertricks gehabt, die haben mich immer sehr begeistert. Oder auch die Experimente. Es gab da den Kristallbaum, man in so eine Flüssigkeit tauchen. Dann sind da ja so Salzkristalle gewachsen auf so einem Stück Papier. Das sah richtig toll aus. Oder hat den viereckigen Ostereierbaum gezüchtet, den Ostereierbaum, und es gab viereckige Eier, die man machen konnte. Die Urzeitkrebs habe ich besonders schöne Erinnerungen dran. Und ich muss sagen, also deswegen, ja, es gibt so viele Sachen beim Ypsilon, mit denen ich was verbinde. Auch diese Abenteuer- und Agentensachen haben mich echt immer sehr, sehr begeistert. Und ja. Deswegen der Fund dieser Ypsilon-Hefte so geschlossen. Ypsilon-Hefte findet man so als Heft, sage ich mal, häufiger auf Flohmärkten, aber eben halt geschlossen mit Gimmick in einem wirklichen Traumzustand. Ja, gerade dieses hier ist auch eins meiner Kindheitshefte gewesen. Ich habe den noch aus meiner Kindheit selbst, den Spiegel, das Heft sogar auch noch sozusagen. Und jetzt ist noch einmal hier zu finden, hat mich sehr begeistert. Ja. Und deswegen ist es ein würdiger Platz 4 der besten Flohmarkt-Pickups 2022. Die Nummer 3 geht an einen Film diesmal. Ich bin ja auch ein großer Filmfan, wie ihr wisst. Und wir haben in den ganzen Flohmärkten oder auf den ganzen Flohmärkten eigentlich sehr, sehr viele Filme mitgenommen. Von neu bis alt, Klassiker. Und ja, es kamen auch in der letzten Zeit ab und zu ein paar Videokassetten dazu und deswegen ist jetzt auch die Nummer 3 eine Videokassette. Ich bin ein großer Jean-Paul Belmondo-Fan und ich habe auf dem Einflohmarkt diese Jean-Paul Belmondo Videokassette gefunden. Von der Puppenspieler, mit einem richtig schönen Cover. Ist ein wirklich begeisterndes Stück, was man gefunden hat. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich den Film auf Videokassette mehr gucken würde. Es ist jetzt hier auch noch drin. Also ist halt der Klassiker. Ist, glaube ich, noch nicht mal zurückgespult. Von Atlas Video hier auch so schön eingedruckt noch. Aber es ist immer was Besonderes, diese alte Videokassette zu finden, die sich wirklich sehr, sehr schön in meinem Sammelregal machen wird. Deswegen habe ich das als wirklich was Besonderes, gerade weil ich mit meinem Kumpel Stefan zusammen sehr gerne seine alten Filme schaue. Und ja, da sind uns die Sachen dann immer aufgefallen, wie unterhaltsam die Filme sind. Gut, es gibt auch solche, die ganz seltsam sind, aber es sind halt französische Filme, die teilweise einen anderen Stil einfach haben. Unabhängig davon, als Belmondo-Fan dann auch diese Videokassette, so diesen Eindruck zu finden, das hat mich doch schon irgendwie begeistert. Und es ist halt ein Sammelstück, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Hat mich, glaube ich, 1 Euro oder so was gekostet. Also nicht wirklich was Besonderes. Also vom Geld her, es ist eher ein Sammelstück und ist halt ein schönes Stück für die Sammlung. Mehr kann ich nicht sagen. Der zweite beste Fund auf dem Flohmarkt, muss ich sagen, war ein Toy. Ich bin ja ein großer Transformers-Fan und ich habe diese kleine Transformers-Figur gefunden. Windcharger hat mich
einen Euro gekostet, war wirkliches Schnäppchen, weil er war verwandelt, er war zwischen Autos gerutscht, zwischen Älteren und keiner hat gemerkt, dass es ein Transformer war. Dazu noch ist es nicht nur ein Transformer, eben halt eine Transformers-Figur, sondern es ist noch unter Diaclone 1984 in Deutschland rausgekommen, also noch ein wirkliches Sammelstück. Und allein das auf dem Flohmarkt zu finden im Jahre 2022, im Endeffekt, wenn man jetzt mal hochrechnet, weit über 30, 38 Jahre müsste das jetzt sein, wenn ich das richtig rechne, bis 84. Also Wahnsinn, nach so vielen Jahren aus dieser Reihe zu finden für so einen echten Superkurs. Klar, es ist eine kleine Figur. Aber eben halt ist schon was Besonderes. Hat mich sehr begeistert, eben halt eine Transformers-Figur, diese Figur überhaupt zu finden. Und ja, das ist für mich eben halt ein Eindruck. Ich habe zwar auch noch ein paar andere Transformers-Figuren gefunden, doch das hier, das hat mich am meisten eben halt beeindruckt, weil es war auch die erste Transformers-Figur, die ich in diesem Jahr gefunden habe, auf dem Flohmarkt. Und ja, überhaupt, dass man sowas Altes finden kann und das eben halt für 1 Euro, da fällt einem nichts mehr zu ein. Und das, deswegen ist diese Windcharger von der Transformers Diaclone-Reihe, beziehungsweise der frühen Serie Diaclone, der von Takara wurde es rausgebracht, die auch Transformers später rausgebracht haben. Also Hasbro hat zusammen mit Takara eben halt Transformers rausgebracht und Takara hat einzeln ein paar Figuren schon so vorab in Deutschland unter Diaclone veröffentlicht. Ja, und eine davon war eben halt Windcharger und mein zweitbester Fund, kann man so sagen, in diesem Jahr. Was steht jetzt auf der Nummer 1 der besten Flohmarktfunde 2022 bei mir und meinem Bruder? Gut, was bei meinem Bruder steht, weiß ich nicht. Das ist jetzt alles wirklich meine Reihe. Ich habe darüber nachgedacht, was war denn das Besondere? Und ich habe jetzt überlegt, es waren eigentlich auch ein paar Games dabei, die mich echt beeindruckt haben, dass ich die überhaupt gefunden habe. Und im Endeffekt geht es jetzt gar nicht um diese Games, sondern ihr werdet gleich sehen, worum es geht. Denn auf dem einen Flohmarkt habe ich inmitten zwischen den PlayStation-Spielen, wo ich dachte, es sind keine vollständigen, sie waren in einem Jewel-Case, also dem ganz normalen Case, es fehlte das Backcover und was finde ich da? PlayStation-1-Spiele, also es geht um PlayStation-1-Spiele, hier habe ich diese drei stellvertretend, ich habe noch ein paar mehr gefunden, aber diese drei sind jetzt stellvertretend. Ich habe jetzt hier Ace Combat 3 und ihr seht eben halt im Jewel-Case, ne, hier habe ich Cold Blood und Chase the Express. Und auf den ersten Blick, wie gesagt, im Jewel Case, ganz normales Booklet dabei, habe ich mir nichts bei gedacht, sage ich ja ganz ehrlich. Wir haben für diese das verrate ich schon, das sind nämlich Promo-Cs. Es ist mir dahinter ja aufgefallen, dass hier hinten plötzlich Promo draufsteht. Also umdreht, das waren jetzt bei dieser Doppel-CD, es steht eben halt nur zu Werbezwecken, das ist eine Promo-CD. Diese Promo-CDs sind zu dieser Zeit oftmals eher an die Presse gegangen, das heißt die Magazine, die darüber berichtet haben. Und damit sie eine Vorabversion haben, es ist manchmal auch an Geschäfte gegangen, die eben halt Spiele verkauft haben, damit sie vorab was zeigen können ihren Kunden und so weiter. Aber eben halt nicht in den Handel gekommen und ich finde das ist auch sehr interessant. Sind die Spiele unterschiedlich zum normalen Spiel, wenn man mal so sagt? Selten. Also ich habe ganz, ganz selten Promos erlebt, ich habe eine ganze Menge, die unterschiedlich sind zu den regulären Verkaufsfassungen, weil sie sind schon sehr final. Der Unterschied ist zum Beispiel, habe ich festgestellt, wenn ich bei Baphomets Fluch, die ich auch habe, dass teilweise nicht unbedingt die deutsche Sprache drauf war, obwohl da Deutsch stand, also dass dann teilweise dann nur das englische Spiel ist, weil vielleicht die Synchronisation noch nicht fertig war. Das war das Einzige, was ich bisher jetzt mal als Unterschied festgestellt habe. Ansonsten ist auch nichts eingeblendet, so nach dem Motto, das ist zu Werbezwecken und so. Es ist sonst das vollständige Spiel, meistens immer auf den Promos. Also, richtig klasse, die zu finden. Wir hatten, glaube ich, 6 oder 7 Promos gefunden und ich habe so zwischen 4 und 5 Euro pro Stück bezahlt. Beginnend bei dem Fund auf dem Flohmarkt war eben halt die PlayStation-Version von Cold Blood. Cold Blood ist ein Action-Adventure aus dem Hause Revolution, die eben Baphomets Fluch gemacht haben. Deswegen bin ich überhaupt erst drauf gekommen. Und ja,
das habe ich, glaube ich, 4 Euro bezahlt und durchschnittlich für die anderen haben wir dann auch nachträglich nochmal 4 Euro, weil ich bin durchgegangen. Und was auch hier bei Ace Combat 3 besonders ist, und das finde ich richtig toll, das ist eine Review-Copy. Also eine Promo-CD, ich halte die mal euch gegeneinander, oder ich zeige sie euch gegeneinander, sind eben halt die Promo-CDs, dass die schwarz sind, eben meistens die normalen PlayStation 1 Spiele. Und eben die ist weiß. Das ist eine Review-Copy und ich muss auch sagen, werden die Promo-Copies auf der ganz normalen Konsole ungechippt auch funktionieren, braucht man für die Review-Copy schon eine gechippte, weil das sind sozusagen wirklich Promo-Copies, die an die Verlage gehen. Also das sind Vorab-Versionen. Da kann auch sein, dass es noch nicht mal vollständig ist oder dass Teile fehlen. Ich konnte dieses noch nicht, habe es noch nicht gespielt, gebe ich zu, Ace Combat 3. Aber das zu finden, das ist eben ein wirklich schickes, weiße CD. Richtig begeisternd bin ich darüber von. Und ja, die überhaupt zu finden. Überhaupt mag ich es, Promos auf Flohmärkten aufzustöbern. In diesem ganzen Jahr habe ich einige Promos gefunden. Ich hatte Assassin's Creed Promos gefunden, die an den lieben Matt gegangen sind. Und auch einige andere Promos. Ich glaube, ich habe von für PlayStation 2 zum Beispiel Promos gefunden, wie zum Beispiel von Alias von dem Spiel. Das ist an den lieben Manuel gegangen, die sich auch freuen, diese Klassiker oder Promos überhaupt dann auch in der Sammlung zu haben, zu ihren Sammelgebieten. Und ich finde es immer wieder faszinierend. Gerade bei PlayStation 1 bin ich ganz gerne am Gucken, ob nach Promos auf Flohmärkten. Und diese Promos jetzt zu finden auf dem Flohmarkt zu einem, super Preis, kann man ja sagen, ne? Einfach war, beeindruckend. Ja, ansonsten, das war Platz 1. Das war's diesmal bei 5. Diese 5 wunderbaren Funde auf dem Flohmarkt im Jahre 2022, waren echte Highlights. Ne? Und ja, was sagt ihr zu meinen Highlights? Lasst es mich wissen in den Kommentaren und hinterlasst ein Like, ein Abo und teilt das Video. Freue ich mich auch drüber. Ansonsten bis zum nächsten Mal.